Guten Morgen im Laden, wir fangen gleich im Laden an. So, hat sich nicht verändert seit gestern. Steht immer noch dieses wunderschöne Rad hier. Wie gesagt, so ein Lager ist bestellt. Allerdings, wie gesagt, nicht das Originale, sondern eben irgendwas, so ein Nachfolgeprodukt. Was daran wieder schlechter gemacht wurde, werden wir sehen. Das alte Lager hat ja, auch wenn es ein billiges war oder ein günstiges war, hat ja lang genug gehalten. Ich bin erstaunt, wie günstig diese Lager sind. Also 11 Euro ja, plus Versand. Allerdings 11 Euro für ein Tretlager ist einfach zu wenig, bin ich der Meinung. Also nicht, dass das gleiche Lager so viel jetzt mehr kosten muss, aber die Qualität kann einfach nicht von einer gewissen Güte sein. Es kann einfach nicht sein. Es kommt nicht hin. Man kriegt kein vernünftiges Lager gebaut für 11 Euro. Es sind ja auch ein paar Teile, die da drin sind. Allein wenn ich in den Laden gehe und kaufe mir Kugellager, zwei gute Kugellager, das zeigt doch mehr als 11 Euro. Und dann brauche ich noch diese Hülse, dann brauche ich noch diese Gewinde-Dinger und dann brauche ich noch die Achse. Ist doch, das kann doch alles nicht taugen. Das taugt doch alles nicht. Na, wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich heute sehr viele unfertige Räder hier zu stehen, muss ich dazu sagen, weil das wird heute definitiv nicht fertig. Das ist total ärgerlich, aber was soll ich machen? Und das andere, die anderen wären heute fertig, hoffentlich. Leute, ihr Bild. Ja, ich lebe doch mal. Oh, moin. Moin. Was gibt's? Ja, nicht der Klimawandel. SPD streicht dem Senat die Inlandsflüge. Bitte. Ja, wer wir Berliner wirklich sind. Aber warum ist dann noch der Mittwoch hier? Großer Ratsherr in Vorrechtshaus haben die wieder 40 Mal die Polizei, haben die Vierten von mir, haben die Vierte klar geprügelt. Es war 10 und dann waren, da kommen wir mal wieder ein kleines dazu. Ja, dann fangen wir mal an mit Arbeiten. Ihr habt ja viel zu tun hier heute. Viel abzuarbeiten. Lass euch einfach mal hier stehen, weil hier auch eine Stromquelle ist, an die ich euch anschließen kann. Voll langweilig, ich montiere die Lampe hier. Müsst ihr nicht sehen. Fertig. Die LED war abgebrochen hier unten am Halter. Das habe ich jetzt repariert. Bin ja irgendwie ein bisschen hier mit Lampen. Die kann man ja alle reparieren und den Schalter habe ich repariert. Der funktioniert jetzt wie der bei jedem Klick, nicht erst bei jedem Zehnten. Ja, ein bisschen Kontakte, ein bisschen animiert, fertig. Ja, funktioniert. Muss man die wegwerfen, hier war dran. Da war abgebrochen, ein dünner Plastikhalter hier, einfach weggebrochen. Der kommt ab.
Okay. Fertig. Hier stimmt es ein Ostfahrer, das sind doch Ostpedalen. Das erkenne ich. Arsch. Das erkenne ich. So, guck mal hier, ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Das ist wirklich. Okay, ja. Ich habe es wahrscheinlich falsch gemacht. Naja, klar, ich habe es falsch gemacht. Stimmt, freilich, ich habe es falsch gemacht. Und die könntest du aber noch nutzen, sozusagen? Das geht. Ja, die ist schon gut, aber ich weiß nicht, was du wirklich. Wie kann man denn mit Cheat ansetzen, den Sherwood? Das ist ja wirklich. Darf ich mein Rad kurz aufpumpen bei dir? Selbstverständlich. Cool. 1000 Euro. Yes. Auch. Ja. Hast du einen Raten gekillt? Okay? Ja. In 1000 Raten. Ja? Ja. Oh, das ist gut. Aber innerhalb von einer Minute. Echt? Nein, nein, nein. Schnell tauschen. In deinem Tempo. In meinem Tempo? Ja. Okay. Also in 1000 Jahren. Ja, genau. Okay. Du, aber das wird nicht mehr gehen. Vielleicht ging das auch nicht rein. Es ging ganz schwer rein. Aber es ging auch schwer raus. Also ich will nur sagen, diese andere Pedale, die kaputte, die ging auch. So wie die Pumpe, die ging so schnell 1000 Jahre. 1000 Jahre! Was ist das? Was ist das? Hallo? Wolfgang? Bist du hier drin? Ja, nee, ich sag nicht. Der ist gerade gut drauf. Entweder er hat Tabletten oder er hat gerade eine gute Phase. Ne? Das ist so Wahnsinn bei ihm. Krass. Krasse Schwankung. Schwasse Andrea mal wieder? Habt ihr Andrea mal wieder gesehen? Ja, Mann. So, willst du was wissen? Willst du was wissen? Willst ja, was wissen? Ich hab sie eben. Mann, wollen wir. Ich würde sie gerne mal wiedersehen. Es ist sehr schwer. Alex rieche ich immer nur morgens schön. Naja. Weißt du schon, Alex Neuigkeit? Ja, schwanger. Ja. Ja, und der. Oh. Genau, halt mal fest. Halt dich mal dran fest. Okay. Halt dich mal fest. Dich die fest. Ich halte das fest. Einfach fest. Ich halte es fest. Halt mal fest. Halte es fest. Sicherheitssitz für Augen fest. Halte es fest. Hat's mir geklappt. Halt die fest! Halt was passiert! Ich bin immer für die da! Ja, du hast Depressionen! Ich auch! Ich bin immer für die da! Ja, guck mal! Lux Fein! Und woran siehst du das jetzt? Jetzt Streit! Okay, ich guck mir das jetzt an draußen. Naja, nicht nur bei Sonne, sondern auch bei. Krass. Muss nicht stimmen. Ich muss das üben mit deinem Knie. Eroieren! So, coole Frau! Sind wir fertig mit Pumpen? Die sind dafür auch nicht. 1000 Euro? Fast Pump. Was ist da unser letzter Preis? Wieso? Kann das auch Preisvorschlag machen? Das ist ja nur bei Kleinanzeigen. Weil kann das auch einen Preisvorschlag machen? Soll ich ihn fragen, einfach was, wo würden wir hingehen? Ich weiß gar nicht, ob für 500 habe ich den, glaube ich, eingestellt. Ich hoffe ja darauf, dass wir, bevor wir den Tonkasten verkaufen, eher eine Wohnung kriegen. Worin passt? Ich habe jetzt gerade die Online-Fotos mir angeguckt von der Einschulung. Ja. Das ist eine Marke. Kann mir keiner sagen, dass das ein normales Kind war. Also normales Kind, na klar, aber im Klassenzimmer Fotos. Er steht in einer Ecke und nur macht den Kopf so. Die Kamera auf ihrer Schultasche so angelehnt. Die hängt hinten an der Stuhllehne. Weißt du, er fotografiert irgendwie den Klassenraum rein. Und dann auf anderen Foto von der anderen Ecke sitzt sie halt dann ein bisschen vorne, sitzt sie praktisch mit ihren Beinen, Füße auf dem Stuhl und die Beine so hoch am Tisch so dran. Ja,
Ja, und die Fotos von Lumen im Schulraum habe ich auch ein bisschen größer genommen, damit man sie besser erkennt, wie sie da so liegt. Das sieht aus, ey. Oh Mann, ey. Das ist so lustig. Jetzt sitzt sie die ganze Zeit, bis reinkommen und sofort ins Kinderzimmer zum Spielen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Da soll mal einer sagen, an den Mieträdern ist man nicht dran. Hier, schon wieder, Tretlager. Immer wieder, wie oft ich das schon wechseln musste. Also, bei den Mieträdern, immer mal wieder. Ist heute? Yay! So. Kinderrad ist angezahlt, 80 Euro Rest. Ist ein Ding. Jetzt habe ich einen Rahmen geschenkt bekommen mit einer festen Sattelstütze drin. Hier. Wheeler. Wheeler 6000 Crossline. Eigentlich geil. Und ihr werdet es nicht glauben, jetzt kam noch einer hinterher. Kam noch jemand anders und gibt mir einen Auftrag. Sattelstütze ausarbeiten. Festgerostet. Der kann doch nicht sein, so wie verhext. Das eine zieht das andere an. Alles kaputt machen. Tut mir leid für die schöne, wunderschöne Sattelstütze. Super hart. So. Felix? Nein. Was machst du hier? Musst du nicht mit deiner Zwangsarbeit sein? Nein, Zwangsarbeit normalerweise schon, ja. Aber ich bin nochmal krank geschrieben. Wir haben in den letzten Tagen ein paar Workshops gemacht. Für so ein Art-Projekt. Drückstücken. Ach ja, stimmt. Da brauchst du ja wirklich immer so ein Spezialmaß. Ja, aber das ist kaputt gegangen. Ja. Musst du aber trotzdem ausmachen. Hast du abgekriegt, ja. Ja. Aber die Lager gibt's nicht mehr. Ja, ja. Octalink-Lager in 126er Länge? Mhm. Kaum zu finden. Eins hat neu gefunden online oder anderen Ausverkauf. Nicht mehr lieferbar. Ja, also da war einfach beim Abzieher der Aufsatz halt weg. Ne? Da gibt es ja eine Spezialaufsatz und genau, eigentlich, und dann gibt es noch einen, der passt so fast, aber nicht ganz. Da braucht man manchmal noch so ein Spezial zu bringen. Ja. Echt? Und wieso? Weil die Einbaumasse einfach nicht mehr auch zu spät sind. Ah, jetzt dreht sich die Stange halt. Ja, so.
kleppen gehen. Ja. Ach, es ist jetzt leer, muss ich laden. Ne? Ja, vielleicht deswegen schlecht anfangen. Aber hast du halt geklärt jetzt? Ja, ja. Jetzt wollte ich das andere von oben machen. Ist gut. Boah. Ja, mal probieren. Ist aber halt auch ein kleiner Knick, oder? Yay! Yeah. Kommt! Hallo! Tuesday morning. What time do you open in the morning? At 9. At 9. Yeah. Voilà. I need my friend to drop the off on the Tuesday morning. Is it a deposit? Ey, Wahnsinn, ey, siehst du? Raum raus. Aber es geht nur so. Man kann nur Stöpsel raus verfüllen mit irgendwas anderem. Und dann? Oder durchgebohrt. Hier durchgebohrt. Ja, aber das reißt und auseinander. Da? Auch wenn mit zwei Stangen rein. Ich weiß schon, aber das reißt auseinander. Das ja, ist besser das so. Ist hier zu dünn. Das ist halt, ich meine, wenn du eine Stahlsattelschiff hast, dann geht das auch noch mal was anderes als wie bei einer Art. War das geil, Alter. Ey, es klappt immer, immer wieder. Es ist unglaublich. Zack, Boom raus. Jetzt haben wir schönen Raum. Yay. Ja gut, also einen schönen Rahmen ist jetzt auch geprahlt, aber ist doch trotzdem, der ist doch geil, oder? Was sagt ihr dazu? Oh, wieder einer für Tommys Gedächtnisecke. Gedächtnisecke, weil nach dem Motto immer schön dran denken, Tommy, uns musst du alle noch aufbauen. Ja, nichts zu tun hier. Nichts zu tun. Gut, next one. Next one. Wir haben noch einen. Ich habe noch so ein Ding. Wie gesagt, da kann man der nächste Patient drin auch mit dem Rahmen festgewachsener Sattelstütze. So. So, also hier bereite ich das auch so vor, aber das ist Aluminium. Aluminium und von einer, wenn es von einer schlechten Güte ist, das andere ist ja auch Aluminium. Aber das war extra gehärtetes Aluminium. Und hier immer raus, den Hohlraum verfüllen mit irgendwas recht massiven, so wie dem hier. Na, ich muss mal, beide Hände, geht nicht mit einer. Scheiße. Da muss auf alle Fälle Rind. So ein bisschen Angriffsfläche braucht man schon, ja. Nicht nur bis zur Hälfte hier drin. Ja, der muss. Aber, was soll ich euch sagen? Tada, 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 es hat sich gelöst. Ja! Sehr gut! Ah! Sehr schön! Du hast eine gute Mama! Jo! Keiner! Na, keine Feinde! Na, ich sage ja! Keiner bei mir was. Ja. Aber die sind aber noch da. Meine Mama hat mir jetzt noch abgeholt. Okay. Oh, Papa. Oh, ich liebe dich so doll. Papa,
Papa, sieh mal ein Einhorn. Ist es dein Laden? Papa, der Einhorn. Ja, Einhorn, ein Einhorn. Wer hat das denn mal? Einhorn. Ich hatte Erdbeereis, Papa. Papa, ja. Und ein Eis. Papa, da, Papa, ist das ein Fernseher? Ich hab den. Ich hab das nicht mit deiner kleinen Schwester jetzt. Ich will auch. Yay! Sieg! Lass abholen kommen. Jo, mein Sohn hat bestanden. Seine Prüfung. Also, Mensch, alles Gute für ihn. Jetzt kann er endlich Geld verdienen. Jetzt kann er endlich Geld verdienen. Der wird sich wundern, ey. Jetzt gibt's Patte. Terrier. Ach Mensch. Voll geil. Was ist es? Übrigens, ich habe noch ein paar Bilder, die ich dir zeigen wollte. Oh ja. Ja, ich bin nicht. Was fummelst du denn da? Was suchst du denn? So eine Halterung hier. Na, aber was ist denn mit der Halterung hier? Naja, eine andere. Wie kannst du mit dem hier? Ja, oder halt eine aus der Dose. Mein herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Danke. Danke, weil ihr alle Gute habt. Ja. Bin aber freut mich für dich. Sind lieb. Ach, ich freut mich. Wir sind alle zu wunderbar, dass du auch da bist. Oh, ich hab wirklich, das hätte ich ehrlich gesagt. Ja, ich freue mich wirklich für dich, dass du nicht so stinkst. Das war irgendwie. Nee, ich bin aufgehört, dass ich das geschafft habe jetzt. Halt doch mal fest. Das muss jetzt 3 Tage, wa? Das war jetzt 3 Tage Prüfung. Ja. 3 harte Tage. Und mit der Zensur? Das weiß ich nicht. Muss ich noch Prüfungseinsicht beantragen und dann muss ich mir das ausrechnen. Weil ich denke mal so mit einer 2, 3... Hast du geschafft. Haben sie gesagt. Nee, gesagt haben sie ja leider nicht jetzt mit welcher Note oder so. Die haben euch gesagt, dass ich... Die haben mir bloß einen Zettel gegeben und gesagt, haben bestanden. Sind da mehrere, musst du mal lehnen? Nee, waren mehrere. Ja? Mhm. Das waren mehrere. Naja, sei zufrieden. Hast du den größten Teil jetzt erstmal geschafft, was du haben wolltest? Genau, genau. Ja, Ausbildung halt. Deine Ausbildung, alle. Deine ganze Ausbildung. Genau. Ja. Kabelbinder. Jawohl. Jetzt machst du jetzt mal Tarur, wa? Naja, nicht viele Tage, weil ich muss mir jetzt gleich einen Ausbildungsplatz suchen und so. Ja, wie gesagt, sondern. Freitag, Sonntag hast du ja mal ruhig die Kinder, jetzt müssen die Kinder ein bisschen spielen. Ja, ich werde jetzt erstmal überall hin müssen, ich werde noch zu Großeltern müssen und dann noch dahin und dann noch mit Freunden. Bisschen Geld mit Freunden noch ein bisschen feiern. Ja, dann ist die Woche auch wieder vorbei. Ja, deswegen, das geht ganz schnell. Ja, klar, müsst ihr auch zum Arbeit suchen jetzt. Oder? Ja, dann muss jetzt direkt eigentlich, ab nächste Woche brauche ich jetzt eigentlich schon einen Arbeitsplatz. Muss sehen, ja, das ist. Mhm. Ja, das ist. Das ist ja, meine liebe Ricardo abgelaufen, war? Seit oder für Kellerladen oder was, wir sehen wohl, was bringt. Ja. Na, wenn du mit Motorrädern schraubst, dann darfst du nicht im Keller sitzen. Nee. Das ist schon klar. Da musst du schon was. Hat der Alex sein Motorrad bauen, zusammenbauen? Hat er auch noch nicht fertig? Nee, das ist aber alles schon alleine. Ich frage mich, wo Felix ist. Ich frage mich, wo Felix ist. Frag mich auch. Halb neun, dann müsst ihr ja mal hier sein. Dann müssen wir bald kommen, ja. Felix seine Mutter sagt, er soll mal wieder hier arbeiten kommen. Er ist ja auch nicht zum Arbeiten hier heute, sondern eigentlich nur, ich habe ihm nur was zu essen ausgegeben.
Aber der braucht eigentlich medizinische Betreuung. Ah ja. Ich meine, gut, das Alte muss er selber wissen, ne? Ja, ist alt genug. Mhm. Seine Mutter war ja da. Hat ja gesagt, ne? Ja, sagt das ja. Ah, ja. Weil mit 49 Jahren muss er ja. 39. Er hat 39 Jahre. Da waren wir schon alle alleine auf Toilette. Okay, waren wir da auch. Da waren wir schon trocken alle. Ja, weil klar war. Wo war der denn so? Probefahrt. Also lange? Müssen wir vielleicht einfach Pulsdorfs anbauen oder sowas? Bei Kunststoff passiert es ja wohl selten, oder? Je nachdem, was für ein Felgenmaterial, ne? Das sind halt auch keine, das Einzige, was nicht DX an dem Bach ist, dann sind die Kantis. Die sind doch auch DX oder XT sogar. Na gut. Ja, bis morgen. Der Felix. Gut, Kinders, ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Ciao, sagt Tommy. Also bis dann. Ciao.